Willkommen zurück zu Dragon Ball Cineverse. Wir befinden uns gerade in einem Objektladen und ich werde mir ein paar Energiekapseln kaufen müssen, weil die braucht man schon im einsamen Gewicht. Okay, was macht denn das? Metalleffekt? Ja. Key vielleicht. Könnte ich sie geben, aber heilen ist das Wichtigste meiner Meinung nach. Okay, ich habe auch nicht so viel Geld mehr. Okay, heute machen wir mal die Zeitgeschichte mal weiter. Letzte Folge, diese Nebenmission und heute die Hauptmission sozusagen. Hallo, Greg. Was macht denn der da? Alter, geht's dir gut? Frage ich mal. Jo, Alter. Nein. Er labert nicht mehr. Hallo, Ursula. Siehst nett aus. Ja, man muss ja auch etwas freundlich sein, ne? Okay. Hier lang. Nein, hier lang. Ganz genau da lang. Haben wir überhaupt alle Dragon Balls? Ich würde mir gerne was wünschen. Du hast nicht genug Dragon Balls. Bitte komm wieder, wenn du 7 hast. Also ich habe 0. Kann man ja Dragon Balls finden. Ah, da ist ein grüner Fragezeichen. Was willst du, Bruder? Hey Kumpel, toll, wie du den Elite Saiyajin Krieger besiegt hast. Hier ist ein Geschenk für deine Bemühungen. Es gehört dir. Ich habe große Hoffnung in deine zukünftigen Bemühungen. Ha 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 ha. Und Trunks ist bestimmt wieder hier, ne? Jawohl. Der Junge hat kein Zuhause. Okay, Trunks. Ich habe eine Schriftrolle mit verzerrter Geschichte gefunden. Das Duo. Gehst du auf Zeitpatrouille? Ja, gerne doch. Ich fühle mich irgendwie wie ein Polizist. Egal, verstehe. Dann kehren wir zur Zeitkammer zurück. Können wir gerne machen. Also, kein Problem. Ja, 762. Krillin liegt auf dem Boden. Son Gohan, der kleine Kiddy, auch. Die Krone! Vater! Dies! Vega! Und der liegt auf dem Boden. Oh shit! Okay. Vegeta wurde besiegt. Es ist ein Son Goku. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh, wie geht er? Das ist keine Ahnung, was jetzt passiert. Und er ist Geschichte geworden. Und das darf auch nicht passieren. Er ist jetzt völlig verwirrt, der gute alte Trunks. Machen wir doch gerne.
Scheiß Ginyu. Wieder 762, aber bevor alles passiert ist, glaube ich mal. Ja, genau. Nein, nicht da. Reduziere Genius TP auf ein bestimmtes Maß oder besiege Rekum. Was? Genius TP auf ein bestimmtes Maß oder besiege Rekum? Okay. Das ist ja komische Bedingung. Was? Er auch? Da kommen wir ins Spiel. Komm her, Ginyu. Ah, Ginyu, hab ich nicht erwischen können. Oh, ist nicht gut. Ich habe vergessen, meine Kapsel mitzunehmen. Nein! Es geht mir irgendwie alles zu schnell. Kelin, was willst du da? Ja, erwischt. Und mein Meteor Crash. Komm schon. Ginyu. Das sieht echt schlecht für mich aus. Ja. Tja, Energiekapseln sind wirklich nicht schlecht. Mit denen schafft man's. Komm, Ginyu. Ich hab dich. Ah, okay. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich muss weg. Gern. Ja. Okay. Gegen Rekum jetzt. Rekum, du hast keine Ahnung, was dir zustößen wird. Oder ich kann... Gibt's auch Ginyu? Ich will den Typen dann. Der ist besser. Nein. Komm. Komm. Alter. Der Rekum soll man nicht nerven. Weg mit dir. Das sieht schlecht aus für mich. Das sieht sehr schlecht aus für mich. Komm, Alter. Ich habe keine Ahnung, gegen wen ich jetzt kämpfen muss. Ginyu. Ihr macht es, oder? Scheiße. Kann ich ihn irgendwie wiederbeleben? Nein, sieht nicht so aus. Ich bin auch tot.
Oh, Alter, was war das? Oh nein! Ein harter Fehlschlag. Neuer Versuch natürlich. Oh. Komm, haben wir schon geguckt. Haben wir auch geguckt. Ich habe nur ein Energiekapsel. Und das muss ich genau anwenden, wenn ich wenig Leben habe. Okay, jetzt weiß ich immerhin, was ich jetzt tun muss, damit ich nicht viel Leben verliere. Alter, wieso hilft mir nicht Vegeta? Ach komm. Alter, ich hab grad die Hälfte meines Lebens verloren. Was? Was hat passiert? Er war auf einmal vor mir. Alter, das ist jetzt schlechter als letztes Mal, habe ich das Gefühl. Ich muss mehr Schutz benutzen. Ich muss mehr den Schutzknopf benutzen. Komm, Alter. Ach komm. Nein. Was macht er? Muss ich jetzt schon einsetzen? Oh, scheiße. Okay. Komm, habe ich auch geguckt. Okay, dann besiege ich Tanjiro mit den beiden. Ich muss Rikum besiegen. Wird doch nicht so schwer sein. Alter! Ich hab's doch aktivieren können. Komm, Rico. Stirb! Los, 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 Jungs! Vegeta darf auf keinen Fall sterben. Vegeta, schaffst du schon, Bruder. Oh nein, Vegeta hat kein Leben mehr. Er ist K.O. Ginyu könnte jetzt kommen und so hässlich stören. Er macht's auch. Er macht's auch. Komm schon. Komm schon. Stirb, Junge. Okay. Ja. Jawohl. Puh. Geschafft. Das geht so. Alter. War das ein Kampf. So hässlich. Son Goku vs. Ginyu Kommando. Reduziere Ginyus TP auf ein bestimmtes Maß.
War doch klar, dass er aufsteht. Sehr gut. Und tschüss. Er werden wohl. Komm, hilf mir, Son Goku. Ah, komm, Alter, ich hasse vor seine Ki-Explosion oder was das auch scheiße auch immer ist. Alter, seine Verteidigung kann doch nicht so stark sein. Ah, er nervt voll mit dieser Attacke. Ich bin doch noch neu aufgestanden. Komm. Komm, schon, Son Goku muss eine Teamarbeit machen. Nein, wie hat das ausgewischen? Jawohl. Was? Was auch gerade? Diese Attacke, die nervt so krass übelst. Okay, wir haben ihn. Das ist aber noch nicht vorbei. Das ist ja auch die Sache. Ah, ich glaube irgendwie, dass ich das jetzt nicht schaffen werde. Alter. Komm her, Ginyu. Ach, das wird einfach viel zu schwer. Alter, er hat mich so was von erwischt. Ich bin K.O. Komm. Ich hab noch Hoffnung, vielleicht. Ja, irgendwas. Bitte nicht. Ich oder was? Oh nein, jetzt bin ich der Noob. Ach nein. Jetzt bin ich der Noob geworden. Komm, Alter. Alter, so gut kann man doch nicht sich verteidigen. Nervt doch. Wo ist Son Goku? Son Goku, komm, Junge.
Ich habe nichts mehr. Ja, jawohl. Finisher geschafft. Alter, wie knapp ich gewonnen habe. Ich hatte nicht mal irgendeine Hoffnung. Ja klar, weiter. Raumschiff schleichen mit Genio. Und das da machen wir in der nächsten Folge. Das war's mit dieser Folge mit Dragon Ball Cineverse. Wir sehen uns. Habt einen schönen Tag. Und tschüss.